Minuten treibt er seinen Wagen mit einem Dreher in entgegengesetzter Richtung wieder zurück auf die Autobahn. Aber die Polizisten bleiben dran und müssen dabei alle Register ihres fahrerischen Könnens ziehen. Auch wenn sie auf solche extremen Manöver vorbereitet sind, das ist keine alltägliche Situation. Ende der Fahrt, würde man meinen. Aber dieser Wahnsinnige gibt wieder Vollgas, bis die Fetzen fliegen. Ja, also, Mittelmeer Richtung Hohen. Vorschaft volop mit 200 ruim op de klok. Hij is op doorgang, hij is al een keer gecrashed. In Zeitlupe wird erst so richtig deutlich, welches Risiko der Porsche-Fahrer beim Weiterfahren eingegangen ist. Die abgerissene Motorhaube hat ihm vorübergehend komplett die Sicht genommen. Flak vor der Abkehrung. Hat zelfs rechts in Aalland zien gehouden. Ich hau mal was davon. Er biegt tatsächlich auf einem Parkplatz ab. Ist das etwa die Kapitulation? Etwas Besseres könnte gar nicht passieren, denn damit wäre diese PS-starke Zeitbombe wenigstens weg von der Straße. Um alles gut überblicken zu können, halten die Polizisten mit ihrem Fahrzeug auf dem Seitenstreifen an und stellen kurz danach etwas Erstaunliches fest. Aber der Porsche reitet nun weiter. Da ist eine andere Person achter das Steuer sitzen. Der Bestuurder ist overgestapt in ein zweite Auto. Der Fahrertausch ist vollzogen, aber die Polizei ist auf diesen Kirmestrick nicht hereingefallen. Sie bleibt dem Golf auf den Fersen und der hält sich mit seiner Fahrweise nun peinlich genau an die Vorschriften. Aber auch mit diesem banalen Manöver lassen sich die Beamten nicht hinters Blaulicht führen. Der Porsche ist also schon mal aus dem Verkehr gezogen. Jetzt geht es nur noch darum, den Golf im Schafspelz einzufangen. Denn dahinter steckt ja der eigentliche Verursacher dieser lebensgefährlichen Hetzjagd. Die Polizei ist jedenfalls auf alles vorbereitet. Sie hat alle möglichen Eventualitäten durchgespielt und auch ungewöhnliche Maßnahmen mit ins Kalkül gezogen. Außerdem haben sich auf der Gegenspur und an anderen Zugriffspunkten diverse Einheiten der niederländischen Autobahnpolizei platziert. Es ist soweit. Die niederländischen Beamten beschließen, einen künstlichen Stau zu provozieren, der langsam zum kompletten Stillstand des Verkehrs führen soll. Damit wäre dann der flüchtige Fahrer am Ende seines Raserlateins angekommen. In Amsterdam hätte man ihn ohnehin nicht mit Tulpen empfangen, eher mit Handschellen. Ja, ich habe noch achter in der Fühle für beide Abflug AVO. Und dann geht alles ganz schnell. Stillstand, Zugriff, Game over. Und trotz seiner völlig aussichtslosen Situation leistet der Raser noch erhebliche Gegenwehr. Drei Beamte müssen ihn durch entschlossenes Durchgreifen davon überzeugen, dass es an der Zeit ist, auch außerhalb des Wagens vom Gas zu gehen. Schlussendlich gibt er auf und wird abgeführt. Er muss jetzt nicht mehr fahren, er wird gefahren. Und zwar auf die Polizeiwache. Ob und wann er überhaupt wieder selbst ans Lenkrad darf, müssen die Gerichte entscheiden.